wünsche euch viel Spaß.
So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit der Afrin Farewell Tour. Mein Name ist Tobias Heuss. Ich werde euch hier durch den Abend als Kommentator begleiten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls ihr dabei seid, aber wenn ihr mich hört, dann seid ihr das sicherlich. Ich freue mich heute hier auf das Match. Wir sind natürlich wie gewohnt ein bisschen zu spät gestartet. Es steht bereits 1-0. Allerdings sollten wir jetzt für den Rest des Matches hier dabei sein. Wie immer, bin ich natürlich mit euch in Verbindung über die Kommentarfunktionen. Wir sind bei Facebook auf der Touch German Tour Seite und auch auf der Real Life Seite online. Und auf YouTube sind wir auch auf dem Kanal von Real Life anzutreffen. Also dort werde ich die Chats mitlesen und werde versuchen, auf eure Fragen, Kommentare und Kritik und sonstiges einzugehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, jetzt gerade bin ich noch nur im YouTube-Chat dabei. Allerdings bin ich gerade hier noch am Einrichten und sollte dann auch zeitnah auf den Facebook-Streams mitlesen. So, Touch German Tour habe ich auch offen jetzt. Da lese ich schon ein Hallo Tobi. Schöne Grüße hier an den Florian Rettenbacher aus Salzburg. Schön, dass du dabei bist, Flo. Ich bin hier noch etwas beschäftigt damit, auch noch die letzten Chats aufzubekommen. Mir fehlt noch der Facebook-Chat von Real Life. Aber auch den werde ich gleich haben und dann bin ich ganz für euch da und wir können uns nur auf das Match konzentrieren. Da haben wir im Chat den Achim Belzen. Achim, schickt einen schönen Gruß an die Helfertruppe. Achim, du bist ja auch einer der Helfertruppen, einer aus der Helfertruppe. Du bist ja leider in Berlin schon abgereist, aber vielen, vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Großartige Arbeit geleistet, der Achim. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. So, und jetzt habe ich es geschafft. Alle Chats sind offen und ich bin bereit, mich von euch mit Fragen bombardieren zu lassen. So, real quick, also a warm welcome to our English-speaking viewers. I heard that we have a lot of viewers from different countries. We are streaming all over the world, actually directly into more than 20 countries. So. There's gonna be a lot of people watching from all over the world. I'm very happy about that. I hope you all enjoy the streaming. And if you want to get in touch with me, I will be reading all your comments on Facebook. That's the Touch German Tour stream, Real Life, and also the Real Life channel on YouTube. So whenever you have any kind of questions or yeah. Just stuff you want to talk to me about, just let me know. I'll be reading all your comments, and I hope to I hope that we're gonna provide you with the best stream possible. And yeah, enjoy the streaming. Thanks for watching. Da sehe ich im YouTube Stream schreibt die Emilia Bult. Sie war heute beim Training dabei. Das war klasse. Schöne Grüße an Emilia. Wir haben ja heute
hier bei den Bilderfreunden Bremen ein kleines Jugendtraining mit den beiden Legenden gehabt. Nämlich haben da der Earl und der Efren insgesamt 20 Jugendliche aus dem niedersächsischen Landeskader die Möglichkeit gehabt, mit den beiden zu trainieren. Und ja, ich glaube, das war ein voller Erfolg. Und ja, freut mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. So, jetzt kommen wir endlich mal zum Match hier. Efren ist gerade dabei, seine Führung auf 2:0 auszubauen. Der Earl musste hier aus der Safe rausspielen, hat die 5 zwar getroffen, aber leider die Weiße fallen lassen. Also hatte der Efren eine schöne Möglichkeit, mit vollen Hands hier die Partie für sich zu entscheiden. The Efren Farewell Tour. Here we have this match that's going on, the main match here on the TV table, and after that we're gonna play a doubles match. Earl and Efren are gonna play together in the doubles match against two local players here, so stay tuned. It's gonna be a lot of fun left at this event, and the last one is gonna take place in Bingen tomorrow, and after that the tour will be over, so tomorrow is going to be our last stop, and I hope you're going to be able to watch this one too. Also wir kommen zurück zum Match. Hier Efren am Tisch, hat eine offene Partie, wenn die 203 vorbeigeht, ich denke aber schon. Er guckt da ganz genau. Aber so wie er anzielt, denke ich, sollte das möglich sein. Nee, da hat er die 3 erwischt, also ging anscheinend doch nicht vorbei. Und jetzt hat Earl die Möglichkeit, hier auch mal aufs Scoreboard zu kommen. Etwas unglücklich hier von Earl Strickland. Hat hier eine schöne 2 gelocht, versucht einmal über die komplette Tischlänge wieder zurück zur 3 zu kommen. Tja, wie gesagt, hat er ein bisschen Pech mit der Stellung auf die 3. Allerdings konnte er hier einen wunderschönen Safety daraus zaubern, und ja, jetzt sehen wir den Mann am Tisch, der sich am besten mit den Safeties auskennt, der Magier höchstpersönlich, versucht hier über Vorbande sein Glück. Schön getroffen, keinen offenen Ball hingestellt. Ich glaube, viel mehr kann man da nicht erwarten. Und abermals eine tolle Safe hier von Earl. Guys, I appreciate the nice, the kind words. We're really trying hard to provide you with that tour here, and I'm real happy that you all like it. Matthias Geier hat da gefragt, wer denn nachher das Doppelsmatch spielt. Das werden hier zwei Einheimische aus Bremen spielen. Nämlich die beiden Haie. Und zwar sind es zum einen der Hai Long Le und zum anderen der, ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt nicht falsch aus. Ich meine, der Name ist Din Dung Hai. Okay, fast. Ich werde hier, übrigens vom John Blacklaw, der hier auch im Publikum ist, auch einer der Top-Spieler in Deutschland, der hat hier ein bisschen mit dem Kopf gewackelt. Also ganz richtig war der Name nicht, aber in etwa habe ich es, glaube ich, hinbekommen. Also die beiden Haie werden wir auf jeden Fall später im Doppel sehen. Darauf könnt ihr auch schon freuen. Die beiden wissen auch, wie man das Gür hält, und das wird sicher auch ein spannendes Match werden. Yeah, Tero Hilpinen, you're right, his name was Rashad. He's actually a local player here
doesn't live too far from Bremen, and he knows how to play as well, as you could see. He had Efren on the edge of losing the match, but yeah, he could somehow manage to turn it around and win in a hill-hill thriller, 5-4. So his name is Meric Reshat. If you want to know a little more about him, I'm sure you can add him on Facebook. And yeah, let's get back to the match. There was a pretty easy mistake from Earl. He was not supposed to miss that 7-ball, but as you all know, things happen, and it looks like Efren is going to take advantage of that, and he's going to extend his lead to 3-0. Also 3-0 jetzt für Efren Reis bereits. Wenn es so weitergeht, dann werden wir hier ein schnelles Match sehen. Allerdings haben wir schon einige Comebacks gesehen in den letzten Tagen. Also wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. So, 3-0 und Efren breakt. Sehr gutes Break hier von ihm. Die Weiße toll kontrolliert, 2 Bälle gefallen. Und ja, Stellung auf die 3, 1 und 2 sind weg. Also da sehe ich jetzt erstmal keine größeren Probleme hier. Ich meine, er muss natürlich ein bisschen Arbeit leisten, aber hat sicher nichts dagegen, wenn er hier nach dem Break mit so einem offenen Ball hier belohnt wird. Daniel Meiji is asking, I said something about a t-shirt before the match started. Yeah, that's right. I didn't know you speak German, Daniel, but yeah, you listened right. I said something about a t-shirt. I told a story about Earl. When he got his t-shirt, he was 12 years old, walking down the street, and he met a guy who was spray painting t-shirts, and yeah, he was thinking that he wants a t-shirt too, so he told the guy, can you make me t-shirt, and I want that it says on the back, Earl the Squirrel, the greatest pool player in the whole wide world. And yeah, so that's what the guy did for him. He spray painted that t-shirt in those exact words that Earl was asking for, and yeah, as you all know, he really became the greatest pool player in the whole wide world. So, jetzt zurück hier zum Match. Der Efren hat hier nach seinem tollen Break hier wirklich geschafft, durch die Partie sich zu spielen, und wird jetzt gleich, wenn er die 10 hier nicht verschießt, auf 4-0 erhöhen. Und das tut er auch. Also jetzt 4-0 Führung hier für den Efren Reis. Langsam muss der Earl mal in die Gänge kommen, um hier nicht komplett überrollt zu werden. Der Jörg Tenbus fragt mich, hi Tobi, aber das Bild von Earl mit Unterschrift liegen lassen in Bergisch Gladbach. Kann man mir das schicken? Jörg, da musst du das Orga-Team in Bergisch Gladbach kontaktieren. Da kann ich dir leider nicht helfen. Am besten fragst du da mal den Fabian Breuer oder den Christian Reimering. Ich bin mir sicher, dass die dir da weiterhelfen können. Wir schauen zurück auf den Tisch. Earl hatte hier kein erfolgreiches Break, keine Kugel gefallen. Allerdings liegt der Tisch hier auch nicht wirklich schön für den Efren. Wenn die 2 da an der 5 vorbeigeht in die Ecktasche, dann könnte er da ein bisschen was machen. Ansonsten wird es recht schwierig für ihn. Ja, die Stellung hier nicht so gelungen. Das sieht man auch an seiner Handbewegung, dass er sehr unzufrieden ist. Allerdings wird er hier doch noch ein recht schönes Save spielen können, denke ich. Er hat natürlich die 2 angesagt über Bande, allerdings als Two-Way-Shot gespielt und hat hier dem Earl zumindest keinen offenen Ball hingelegt.
Der kann allerdings, denke ich, über Vorbande doch noch das ein oder andere rausholen. Der Andreas Pach schreibt da viele Grüße aus Dessau. In Dessau gab es übrigens mal eine Top-Bundesliga-Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer da gespielt hat. Ich meine, der Ralf Suke hat da gespielt, der Andreas Roschkowski und ein paar weitere Top-Spieler. Die haben, glaube ich, auch den deutschen Meistertitel zweimal gewonnen, so viel ich mich erinnern kann. War allerdings vor meiner Zeit. Also Grüße nach Dessau und vielen Dank für die netten Worte. Ich finde es auch sehr schade, dass Billard nicht im Fernsehen übertragen wird. Und auch schöne Grüße an den Manuel Radu, der uns hier auch einen Lob für den Stream ausspricht. Insgesamt steht es 4:2 für den Earl hier auf der Tour. Also wir alle hoffen, dass hier der Efren siegreich bleibt und dass es nochmal spannend wird hier bei der Tour. Sollte der Earl dieses Match heute für sich entscheiden, dann war das auch schon die Vorentscheidung, weil wir nur 8 Matches insgesamt spielen werden. Also alles, was der Efren noch rausholen kann, ist ein 4:4. So, und da bringt der Earl sich auch endlich aufs Scoreboard. Eine schöne Auspartie nach der Save von Efren, mit dem Vorbänder eingestiegen. Und ja, jetzt der Score 4:1 für Efren Reyes. Da habe ich noch ein paar Fragen im YouTube-Stream. Welches Kö mit welchem Oberteil spielst eigentlich du, Tobias? Die Frage ist natürlich gestandet, Axel. Ich spiele ein Vollmer Kö und natürlich auch das Originaloberteil dazu. Und der Rider-Player hier fragt mich, wie alt bist du, Tobias? Ich bin 26 Jahre alt. Jochen hilft mir natürlich auch hier beim Beantworten von Fragen. Wird Efren wieder nach Deutschland kommen? Davon gehen wir nicht aus. Also er meinte, dass er nach dieser Tour aufhören wird, weit zu reisen. Er meinte vielleicht noch nach Japan hin und wieder, weil es sehr nah ist für ihn. Allerdings nach Europa und in die USA sollte es ihn nicht mehr verschlagen, so viel er mir erzählt hat. Tja, Jochen hilft mir da nochmal bei der Frage. Verbessert mich hier. Suke, Trautmann, Engert waren damals in Dessau, eventuell auch Reimering. Ja, also wer ganz genau da gespielt hat, weiß ich leider nicht mehr. Wie gesagt, war auch vor meiner Zeit, aber war auf jeden Fall eine Top-Truppe, die auch den deutschen Meistertitel für sich entscheiden konnte. Der Florian Rettenbacher fragt, da ist bei einem 4:4 eine Entscheidung geplant? Flo, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss allerdings ehrlich gestehen, dass wir selbst noch nicht wirklich was geplant hat, sollte das wirklich 4:4 ausgehen. Aber wir wollen natürlich einen Sieger und wir werden uns dann zeitnah noch was überlegen, wenn es denn wirklich so weit kommen sollte. Hi from a cold and snowing South Georgia, USA. Welcome to the stream, Barbara. I hope you're enjoying this match, and I hope the weather is going to be better, because I will be in Georgia in a couple weeks, and I'm hoping for nice weather, not snow and cold weather. Der Matthias fragte, ihr seid beim Bremer Billardclub oder Neustadt. Wir sind hier bei den Billardfreunden Bremen und zwar in der Billardgalerie. Allerdings, wo genau in Bremen es ist, da kann ich euch nicht helfen. Ich bin natürlich nicht geografisch bewandert hier im Norden, deswegen müsstet ihr da selbst nachgucken. Sollte aber mit Google kein Problem sein. Also wie gesagt, Billardfreunde Bremen und wir sind hier in der wunderschönen Billardgalerie. Die Emilia fragt da, Tobias, warst du der Übersetzer heute bei Earl Strickland? Nein, lustigerweise hieß der Übersetzer bei Earl Strickland aber auch Tobias. Ich war der mit Efren Reyes am Tisch stand, um zu übersetzen. Der andere Kollege war der
Oh, jetzt muss ich gestehen, weiß ich seinen Nachnamen gerade nicht. Auf jeden Fall war er ja, Landestrainer Niedersachsen, so viel ich weiß. Ach, da hilft mir auch der Daniel Alvarez. Suke Enger, Droschkowski, Reimering steht auf der Homepage. Ja, Daniel, vielen Dank, dann hatte ich doch recht. Ich war bei Suke und Droschkowski und wusste nur die anderen nicht. Schöne Grüße übrigens nach Wuppertal an den Daniel Alvarez, der sich ja hier auch in Deutschland seit vielen, vielen Jahrzehnten vorbildlich engagiert in der Jugendarbeit als Oberschiedsrichter, als Jugendtrainer, als Trainer in Wuppertal. Ja, Daniel macht so ziemlich alles, was man ehrenamtlich machen kann. Vielen Dank hierfür, Daniel. Da sagt der Daniel Alvarez, Tobias Danke. Wenn du jetzt das H von Danke noch in Klammern setzen würdest, dann wäre das ein wirklich sehr, sehr schönes Wortspiel geworden. Aber du hast ja in deiner zweiten Nachricht dann gemacht. Vielen Dank für die Grüße. Sehr gerne, Daniel. So, ich möchte aber jetzt nicht das ganze Match außer Acht lassen. Der Earl ist hier wieder am Tisch und ja, ist dabei, hier auf 4-2 zu verkürzen. Also auch so sehr ich hoffe, dass der Efren dieses Match hier für sich entscheidet, so sehr wünsche ich mir auch ein spannendes Match hier in Bremen. Und die Zuschauer hier im Raum sicherlich auch. Warten darf. Ja, die kostet natürlich einen Haufen Geld. Falls ihr die Stars selbst mal buchen wollt, ja, bewegt sich ungefähr im mittleren dreistelligen Bereich pro Tag, pro Spieler. Und der Efren, der ist noch ein bisschen teurer. Aber ich gehe mal davon aus, dass der für sowas nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ansonsten könnt ihr euch das selbst recht easy ausrechnen. Die Spieler müssen bezahlt werden. Dann gibt es natürlich ja, Reisekosten, Fahrt, Hotel, Essen, Trinken, solche Sachen. Und alle Kleinigkeiten, um die man sich sonst so kümmern muss. Also kann man, glaube ich, von den Kosten her ganz gut vergleichen mit einem Urlaub, den man mit ja, so vielen Personen eben macht. Und dann könnt ihr euch das, glaube ich, ganz gut selbst zusammenrechnen, was denn sowas kosten würde. Ja, yeah, Barbara says, these last couple of weeks, Earl is playing as good as I've seen him in a long time. Barbara, I have to agree, he's playing really, really good. The last 2 weeks I was with him, he also won the German Pool Masters, which is the final tournament of the German Tour. And yeah, we had over 300 players in the tournament. And yeah, absolute top players as well. A lot of the top European champions, top European players were attending, and Earl, yeah, took the tournament down, and he played phenomenal the whole event. Yeah, and as you can see, he's wasting no time here. He was down 4-0 and is coming back slowly but steady. Well, actually, he's coming back pretty fast. Took him like 2 minutes to run out that rack. Pretty interesting.
So, meine Lieben, da war ich ganz kurz draußen und zwar hat es auch einen Grund. Ich habe jemanden neben mir stehen, der sich aber gleich noch einen Stuhl besorgen wird und sich dann neben mich setzen wird. Und zwar werde ich den Rest des Kommentars nicht alleine beenden müssen. Ich habe mir jemanden besorgt, schon im Vorfeld, den so lange zugequatscht, bis er Ja gesagt hat, mit mir hier zu kommentieren. Und ich bin mir sicher, viele von euch kennen ihn. Er ist ein alter Hase im deutschen Billard, war einst einer der absoluten Topspieler, mehrfacher deutscher Meister, hat lange Bundesliga gespielt bei Hannover 96 und auch anderen Vereinen. Und ja, vielleicht kommt er so auch drauf. Er lebt auch hier in Bremen. Ich habe neben mir den John Blacklaw. Hallo John. Guten Abend. Schön hier zu sein und mitkommentieren zu können. Zu einem der letzten Möglichkeiten, mal den ganz Großen der Billardzunft zu sehen. Ja, super Orga. Ganz toll. Großes Lob an euch alle. Ja, das freut mich natürlich, wenn du uns lobst schon. Du hast ja doch auch das ein oder andere Event schon gesehen. Ja. Das heißt, wenn du sagst, dass es gut ist, dann ist es wohl wirklich so. Habe über die Woche auch schon viel geguckt, viel verfolgt. Auch beim Poolmasters unten, auch eure Kommentare verfolgt. Hat Spaß gemacht, wirklich Spaß gemacht, auch die beiden zu sehen in den Matches gegeneinander oder auch gegen Gäste dann oder Interessenten. Auch hier heute Abend, auch ein sehr knappes Match, da war von Mavic Breschert heute, wo er den Efren schon fast, oder er hatte ihn am Rande der Niederlage, aber wie so oft hat sich das Blatt dann noch gewendet. Ja, ich glaube, es hat halt auch was damit zu tun, dass er gegen den Efren spielt, ne? Vielleicht gegen einen anderen Spieler. Hätte er den Sack schon eher zugemacht, allerdings spielt da natürlich der Respekt und die Anerkennung für Efren eine große Rolle. Und dann hat er es leider nicht mehr geschafft, am Schluss den Sack zuzumachen. Ja, er hat sich auch geärgert. Solche Chancen kriegt man ja sowieso nicht ganz so häufig und gerade jetzt in der Situation ja wahrscheinlich nie wieder. Und dann ist man natürlich gerne einer der Letzten, die ihn in einem solchen Schaukampf oder in einem Turnier bezwingen können. Ja, und er wäre nicht nur einer der Letzten gewesen, sondern er wäre tatsächlich auch der Erste gewesen. Hier auf unserer Tour, seitdem wir unterwegs sind, hat der Efren tatsächlich noch kein einziges Money Match abgeben müssen. Er wäre der Erste gewesen, der einen Satz gegen ihn gewonnen hätte. Das wäre dann natürlich schon was Spezielles gewesen. Und da hat der Merit sich zu Recht geärgert, dass er das hier nicht schaffen konnte. Ja, das wäre schon eine große Kerbe im Gürtel gewesen, die man sich hätte schnitzen können. Ah, schöner Stoß. Ja, hier wunderschön die 8 und 9 geöffnet und auch die Stellung gehalten. Und wenn er hier durch das Rack durchkommt, dann ist es die 5:3 Führung. Du hast das Match bis jetzt gesehen, oder John? Ja. War ja bereits recht schnell mit 4:0 Führung. Ja, neben dem dritten Spiel hat glaube ich, die 6 verschossen in aussichtsreicher Position, aber ich finde es mal besonders faszinierend, die Stöße zwischendurch, so aus dem Safe raus, wo das Tempo und die Seite, auf der er dann die Kugel trifft, dann doch schon noch ein bisschen anders und sicherer aussieht als bei vielen anderen Topspielern. Das hat eine solche Sicherheit und Selbstverständlichkeit, immer wieder beeindruckend. Ja, das ist wirklich unglaublich einfach aussehen. Er rennt da auch förmlich um den Tisch, wenn er im Schießen ist, also das ist schon unglaublich, was der Welt. In Bingen am Rhein, beim BSC Rhein nahe Bingen. Das wird wirklich die allerletzte Möglichkeit sein, den Efren live in Deutschland zu sehen. Und ich möchte euch alle ganz herzlich einladen dazu. Wir haben nämlich noch ein paar Karten übrig. Feiert mit uns den Abschied vom größten Billardspieler aller Zeiten in Bingen am Rhein. Es sind noch, wie gesagt, ein paar Karten übrig. Die gibt es bei www.germantourshop.net oder auf der Facebook-Seite des BSC Rhein nahe Bingen. Also falls ihr auch nur ansatzweise aus der Nähe kommt, dann schnappt euch die letzten Karten, die noch übrig sind und kommt alle morgen nach Bingen und feiert mit uns ein großes Billardfest zu Ehren von Efren Reyes. Habt ihr morgen dann auch wieder ein paar Kilometer vor euch. Mit dem Trost dann wieder
raus aus dem Norden und in eine ganz andere Region. Wie weit ist das von hier? Das stimmt, ja. Das muss auch fast 400 sein, ne? Ich habe vorhin mal kurz ins Navi geguckt. Wir fahren ungefähr 5 Stunden. Also 450 Kilometer sind es ungefähr. Wir sind da ganz schön unterwegs. Dadurch, dass der Stopp in Bremen recht kurzfristig noch zugesagt hatte, mussten wir einmal in den Süden, dann wieder zurück in den Norden. Also wir sind gestern von Freiberg in Sachsen, das liegt bei Dresden, angereist. Jetzt sind wir heute hier in Bremen und wie gesagt, morgen geht es dann zurück in den Süden nach Bingen. Also sind doch ganz schön unterwegs. Inzwischen haben wir knapp 3000 Kilometer gefahren zusammen. Ja, ist für die beiden mit Sicherheit, auch bei aller Liebe und Freude, die sie noch zum Spiel haben. Sehr, sehr passend, dass an der Stelle auch genau dieser Ball gerade kam, wo ich die Liebe zum Spiel erwähnt habe. Ja, aber bei allem Enthusiasmus ist das für die beiden mit Sicherheit auch ziemlich anstrengend über die ganze Zeit. Ja, absolut. Es ist natürlich auch so, ich meine, die hören das zwar nicht gern, aber sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Und es ist wirklich so, sobald sie Zeit haben oder sobald sie im Hotel sind, wollen sie einfach nur ihre Ruhe haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir außerhalb der Events quasi gar kein Programm haben, weil die beiden sich dann die ganze Zeit ausruhen möchten. Und das ist natürlich auch verständlich. Und mir ist das auch ganz recht, da ich der Fahrer bin und das auch etwas an die Substanz geht. Da bin ich natürlich froh, dass die nicht noch irgendwie Sightseeing machen wollen in ihrer Freizeit. Ja, aber du bist ja noch jung, du kannst ja noch 3 Tage durchmachen. Ich könnte theoretisch schon, aber ich bin ganz froh, dass ich es nicht machen muss, ehrlich gesagt. So, nach diesem tollen Vorbinder von Efren hat er einen weiteren Vorbinder auf die 2 versucht. Der ging allerdings etwas daneben und somit sehen wir den Earl hier wieder am Tisch, der eine gute Möglichkeit hat, hier die Partie auszuschießen und damit auf 4-5 zu verkürzen. Schön wäre natürlich, das wünschen sich hier glaube ich alle, wenn es wieder zu einem Hill-Hill kommt, wie wir auch schon bei einem oder anderen Meeting jetzt über die Tage. Das wäre dann für den Abschluss hier in Bremen sehr reizvoll für alle Beteiligten. Stimmung ist gut. Stimmung ist sehr gut, ja. Wir sehen zwar hier ein paar leere Stühle im Hintergrund, allerdings ist der Laden fast komplett prall gefüllt und die Stimmung ist hier super. Ui. Oh. Da sehen wir nochmal die verschossene 10 im Replay. Wow, also es war wirklich untypisch. Sehr untypischer Schussfehler. Ja. Ja, gerade für einen der besten Lochspieler der letzten 30, 35 Jahre. Da macht ihm ja wirklich so gut wie keiner was vor. Das sieht man nicht allzu häufig. Ja, vor allem in der Spielsituation bei einer 5-3, beim Spielstand von 5-3 ist natürlich doppelt bitter für ihn. Somit jetzt Efren on the hill, 6-3 in Führung und hat auch noch eigenes Break. Was mich persönlich sehr überrascht hat, war, dass Efren derjenige war, der die ganze Tür über eigentlich besser gebreakt hat als der Earl. Normalerweise sind die beiden ja genau für das Gegenteil bekannt. Also das stimmt. Gerade zu der Zeit, als Efren wirklich sehr erfolgreich auch bei allen Turnieren weltweit war, dann war das, was man über die Jahre immer als seinen einzigen größeren Schwachpunkt moniert hat. Und da war man sich einig, dass wenn er seinen Break noch verbessern würde, dass dann außer ihm kaum noch einer ein großes Turnier gewinnen könnte. Und heute breakt er sehr, sehr kontrolliert. Meist immer Center Table. Und ja, Earl hat doch so seine Schwierigkeiten heute. Sowohl damit überhaupt erstmal eine Kugel zu lochen, als auch die Weiße einigermaßen im Zaun zu halten. Ja, John, da muss ich dich fragen, wie gut ist denn dein Englisch? Weil wir werden jetzt wieder auf Englisch switchen und für die... Ich komme zurecht im Englisch. Du kommst zurecht im Englisch. Ja, mit Mühe, man hört es am Nachnamen, auch am Vornamen. John Blacklaw sollte im Englischen zumindest in den Grundkenntnissen bewandert sein. So, for our English-speaking viewers, I didn't announce him actually. We have a co-commentator here. His name is John Blacklaw. As you can hear from his name, he does speak a little English. I get by. And
Yeah, we want to provide you with some English commentary, of course, as well, because we have a lot of international viewers here. We're streaming live from over 20 countries. And yeah, I don't know the exact numbers, but we have tens of thousands of viewers from all over the world. How has the ratio been over the last couple of days? Have you how much larger is the community of viewers from abroad in regard or in relation to the Germans? To be honest, I don't know the numbers in relation to the Germans. I only know the total numbers. Mm-hmm. And yeah, the most stops we had about 250,000 different viewers on the stream. So a 250,000 people were watching, which is pretty amazing in my opinion. That's cool, that is amazing. Yep. So, I was going to try the shot again, which you missed a couple of minutes ago. Yeah. You missed it again, huh? Well, we actually missed the end of the match, so John, first of all, thank you for your commentary.